Hallo an alle da draußen, an alle Zuschauer, erstmal ein freundliches SOS-Hallo. Wir haben heute, übrigens darf ich vorstellen, meinen Kompagnon, der zweite Teil oder der erste Teil von Krolop Gerst, steht neben mir und ist unser Topmodel heute. Wir haben heute ein Ziel, da war ich ja gerade, und zwar brauchen wir Bilder für unsere neue Wedding-Page, für unsere neue Hochzeitsfotografie-Homepage, Bilder von uns, und deswegen werden wir heute uns gegenseitig modeln und die Topmodels sein. Und ja, los geht's. Sinn und Zweck, wir wollen das Ganze ja kurz und prägnant halten. Wir haben einen weißen Hintergrund und wollen Bilder von uns da einsetzen, haben überlegt, wie wir das machen, ob wir das wirklich nur einschneiden, also das heißt mit einem anderen Hintergrund sozusagen abgeschnitten das Bild haben. Wir haben gesagt, wir wollen die Bilder einfügen lassen in den weißen Hintergrund. Und da haben wir uns auch wieder ein Setting ausgedacht. Das will ich jetzt mal ganz kurz erklären. Marc, gehst du mal einfach auf Model Position und ich schieße erstmal los. Hier seht ihr erstmal gar nichts, nur eine Wand von diesen Sandbounce-Reflektoren, die wahnsinnig groß sind, einmal Gold, einmal Weiß, aber wir können das einfach mal umdrehen und schon eröffnet sich uns das Blitzset. Wir haben hier zwei Reflektoren in relativ großer Größe in silberner Beschichtung und haben ansonsten nur noch zwei Lichtquellen und das wären hinten jeweils zwei 400 Watt Blitze mit einer jeweils einer Beauty-Dish, die auf voller Leistung 400 Watt auf den weißen Hintergrund werfen. Was machen nun die beiden Lichtformer? Das ist ganz simpel, denn der weiße Hintergrund, der wirft viel Streulicht zurück und diese silbernen Reflektoren, die werfen dieses zurückgeworfene Licht wiederum zurück auf Marc und bauen ihm sowieso sozusagen eine schöne große Lichtwand auf. Wir haben also hier einen Lichtformer von vorne, der sehr, sehr groß ist und wir brauchen keinen weiteren Blitz, sondern nur noch Reflektoren. Das Ganze ergibt sich erst dann, wenn wir wissen, dass wir hinten mehr Licht haben, als von vorne kommt. Das heißt, es gibt einen schönen Glow drumherum und auch relativ schöne Streiflichter und Auffälllichter an den Seiten und Konturen. Wenn es zu stark wird, und das bestimmt man nachher mit den Kameraeinstellungen, dann wird dieser Glow überhand nehmen und auch wirklich um das Model herum schwirren und dieses Model wir können einfach mal ein Bild einblenden. Wenn es dann einfach zu hell wird, dann kommt dieses weiße Licht drumherum und verschluckt alles. So, wir gehen an die Arbeit. Ich drehe das um. Bei der Sache einfach immer aufpassen, dass man relativ wenig Zwischenraum hat. So wenig, wie man eben braucht. Und das wäre es eigentlich. Marc verschwindet. So, wir können noch ein bisschen zusammen machen. Das reicht uns schon. Hier wird fotografiert bei einer Blende von 5,6 wieder. Diesmal mit dem 24-105, weil man da, ich würde hier mit einem schönen Zoom über den ganzen Bereich arbeiten, denn man muss irgendwie immer in dieser kleinen Lücke hier bleiben. Und wenn man da einen Zoom hat, was einen relativ großen Normalbereich abdeckt, muss man nicht wirklich nach hinten oder nach vorne gehen. Man hat nicht Probleme mit diesen Ecken hier. Also da würde ich auf eine Festbrennweite verzichten und mal ein Zoom-Objektiv nehmen. Marc, und jetzt schön freundlich. Super. So, wir fangen jetzt an gegenseitig. Ihr könnt ja noch ein bisschen zuschauen. Das war das Blitzset. Sehr leicht. Ein Reflektor würde vielleicht auch reichen, aber das 2 macht es einfach noch ein bisschen perfekter und noch ein bisschen weicher und allumfassender von vorne. Ich sage Tschüss, auf bald. Recht freundlich und nicht so mit Grimassen schneiden. Okay.